Hallo. Wie ich schon mal gesagt hatte, ich mag voll hier diese Dinger hier, also das Teil und das Teil im Kontrast. Wie so eine Gap entsteht, ich finde sieht einfach so cool aus. Ja, ich wollte einfach nur spontan kurz einen Vlog machen, damit ich mal wieder regelmäßige Videos mache, weil ich sehe und höre, dass euch das Spaß macht, die Videos zu schauen und was von mir zu hören, dass ich irgendwas erzähle, was Neues oder was Altes wiederhole, wie auch immer. Bekomme wirklich sehr, sehr viele Kommentare und Nachrichten und so weiter. Und auch als die Videos halt eingestellt waren, haben auch viele gesagt, dass, oder mir Bescheid gesagt, dass sie gerne wieder eins hätten oder wann halt das nächste kommt und so weiter. Deswegen versuche ich mal ein paar mehr Videos zu machen und dafür halt dann eher was Spontanes machen, anstatt dass ich mir jetzt überlege, ja, ich rede über das und das und so weiter, sondern ich rede jetzt einfach darüber, so also ein bisschen spontan. Ich hatte ja, also ich knüpfe an das letzte Thema an. Und zwar war das letzte Thema, dass wir überlegen, nach Ungarn auszuwandern und jetzt hatte ich das ein bisschen konkretisiert. Wir haben Makler angesprochen, uns mehr mit den einzelnen Regionen bzw. Komitaten beschäftigt, wo wir hin wollen und haben dann für uns gemerkt, es soll Südungarn werden, beziehungsweise die südliche Tiefebene, einfach wegen des Klimas, dass es da weniger regnerisch und ein paar Grad noch wärmer und weniger bewölkt, als wenn man weiter nördlich kommt in Ungarn. Und das ist so ungefähr auf der Höhe von Norditalien dann. Dann haben wir eine Tanja gesehen, mit Y geschrieben, das heißt Bauernhaus. Also die Bauernhäuser, das sind so Kleinbauernhäuser, so mit 70 bis 100 Quadratmeter Grundfläche. Und die haben ein Holzgrundstück, das sind immer 5.745 Quadratmeter, glaube ich, oder 5.654, irgendwas so um den Dreh. Also nicht zu wenig, nicht zu viel. Man darf, glaube ich, auch nur maximal einen Hektar besitzen, wenn man nicht, wenn man kein Bauer ist. Als Ausländer, glaube ich, sowieso nicht. Und wir haben jetzt eine gefunden, die mitten im Wald ist und wo weit und breit laut Aussage des Maklers niemand sonst ist. Und es hat noch nicht mal einen Stromanschluss, ist aber möglich und das wollen wir auch erstmal nicht. Wir wollen dann, ja, unsere einzigen elektrischen Geräte, habe ich auch im letzten Video, glaube ich, erwähnt, sind momentan ein Handy und ein Tablet, mit dem ich gerade filme. Vielleicht noch eine Handkamera zusätzlich, aber ich habe für Nicole ein Handy gekauft, was eine extrem, wirklich extrem gute Kamera hat, die ich aber momentan irgendwie noch nicht benutze, kommt vielleicht noch, also die ist wirklich richtig geil. Ja, und dafür reicht dann halt so ein kleines Solar Panel, so ein faltbares, was man auch mitnehmen kann, um diese 2, 3 Watt oder sowas aufzuladen und ja, Licht können wir halt über Kerzen, Öllampen so und so weiter realisieren. Wir hatten, oder ich hatte kurz im letzten Video auch erwähnt, vielleicht LEDs, diese 0,02 Watt LEDs, aber es sagt uns doch nicht so zu, wegen diesem künstlichen Licht. Das schmerzt mir öfters auch, so künstliches Licht, und ich mag es einfach nicht so gerne. Dann die Feuerholzsituation haben wir geklärt, habe ich recherchiert, brauchen wir eventuell 7 Raummeter oder wie das heißt. Ich habe das schon wieder, glaube ich, fast alles vergessen, was ich vor einer Woche recherchiert hatte. Das ist irgendwie 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter halt. Und da sind so Holzscheite drin. Ich glaube, das hört sich erstmal wenig an, ist aber, glaube ich, eine halbe Tonne Holz. Und davon brauchen wir 7 Stück, also 3,5 Tonnen pro Jahr. So ungefähr. Aber diese kleine Waldtanja, die ist halt relativ klein, ist gut geschnitten. Und wir brauchen auch nicht mehr als einen Raum zu heizen. Die anderen Räume nur so, dass da irgendwie keine Rohre einfrieren. Aber das wird wahrscheinlich, aber wir haben es noch nicht von innen gesehen, diese Tanja. Gab es keine Fotos zu, die hat wahrscheinlich gar keine Rohre, weil die keinen Wasseranschluss hat. Glaube ich zumindest. Zumindest werden wir die auch nicht unbedingt benutzen wollen. Hat dann einen hauseigenen Brunnen halt oder mehrere und eine Sickergrube, vielleicht sogar eine Hauskläranlage. Und Toilettensituation, im Wald kacken, kein Problem. Kurz ein Loch machen, kleines rein und drüber. Wieder was drüber legen, dann wird das innerhalb von 24 Stunden zersetzt von den Bakterien, dadurch, dass man halt dieses Loch auch gräbt.
Hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber Trockenklo hinstellen, die andere Möglichkeit. Besonders wenn man als Frau irgendwie mal Blutung hat, ist das doch ein bisschen entspannter, als irgendwie im Wald immer hinzugehen. Ja, also es wird halt komplex, wenn man halt diese ganzen Annehmlichkeiten und modernen Sachen halt irgendwie haben will. Da muss man auch alles immer durchdenken und so weiter. Aber wenn einem so diese einfachen Sachen reichen, wie kein fließendes Wasser, das man einfach aus dem Brunnen holt, wenn man einfach lebt, dann brauchen wir auch nicht so viel Feuerholz, nicht so viel das und so viel dies. Wir wollen einfach einfach leben. Das ist jetzt einfach so der, so unterm Strich, auch wenn ich jetzt viel ein bisschen durcheinander geredet habe. Ja. Zur Ernährung sage ich dann gleich noch was. Hui. Dann ist es so, ja genau, bei der Feuerholz, es kann sein, dass wir dann wirklich dann nur noch 2 oder 1 Raummeter brauchen. Und das kostet pro Raummeter ca. 50 Euro, ist dann aber halt fürs ganze Jahr gerechnet. Und wenn man jetzt 2 Raummeter nimmt, 100 Euro, durch 12 Monate sind dann vielleicht 8 Euro im Monat. 8,50 € im Monat, also kein Problem. Selbst wenn es jetzt 6 Raummeter sind, sind es vielleicht 25 € im Monat. Ich habe da so eine Kostenaufstellung gemacht und wir stemmen diese monatlichen Kosten locker. Und diese Tanja, die kostet nur 6.000 Euro. Und wir haben jetzt einen Termin halt mit dem Makler auch ausgemacht. Im Dezember schon, weil wir haben von einem anderen Makler wiederum den Tipp bekommen, dieses Jahr noch zu kaufen am besten, weil so viel Andrang momentan ist an Auswanderung nach Ungarn. Von aller Welt sozusagen oder Europa, dass nächstes Jahr die Preise um 40% angehoben werden in ländlichen Regionen und um 60% in städtischen Regionen. Deswegen sei es klug, angeblich dieses Jahr noch zu kaufen. Gesagt, getan. Haben wir dann irgendwie alles durchgeplant, finanziell auch und zeitlichen haben dann jetzt am 11. Dezember einen Termin gemacht, dann fliegen wir kurz dahin mit dem Billigflieger. Also 2 Personen fliegen hin und wieder zurück und dann mit dem Zug weiter und dies und das kostet dann so 115 Euro insgesamt. Also 25 Euro pro Flug, pro Person und der Zug, der kostet von Budapest bis Südungarn 8 Euro, vielleicht 10 Euro, also sehr günstig für 2,5 Stunden Fahrt mit einmal umsteigen. In Deutschland wird es 100 Euro zahlen, das ist halt auch ein weiterer Vorteil in Ungarn. Und die Infrastruktur ist trotzdem sehr gut ausgebaut, obwohl nicht viele geteerte Straßen da sind. Aber das beziehe ich für mich persönlich nicht als Faktor ein, ob etwas gut ausgebaut ist oder nicht. Da gibt es halt dann diese Nebenstraßen, die aus irgendwie Sandstraßen bestehen oder Kiesel. Und das war für mich kein Kriterium, ob eine Infrastruktur gut ausgebaut ist. Auf jeden Fall hat man da gute Verbindungen für die öffentlichen Verkehrsmittel. Und selbst die Taxis sind da sehr günstig und da kommt man dann gut in diese Region. Ja, dann werden wir uns das angucken, muss dann noch dann halt für den Makler eine Provision bezahlen von irgendwie 800 Euro oder 1000 Euro. Dann Notar kann man am gleichen Tag machen. Wir haben vor, das am gleichen Tag noch zu unterschreiben, einen Vertrag, wenn das alles für uns passt. Ich nehme dann meinen Vater mit einem Tablet mit über Skype, dass ich das auch alles so angucken kann und was vielleicht zu so sagen kann. Aber unser Gefühl sagt, absolut, ja, wir haben jetzt ungefähr 300, 400 Gebäude uns angeguckt, Grundstücke und keines war so gut wie das und das ist gleichzeitig das günstigste. Ist leicht reparaturbedürftig, aber das Dach ist in Ordnung und die Wände sind trocken, ist eine Lehm-Strohbauweise ganz kurz, das ist sehr organisch, das atmet, das lebt quasi, ist antibakteriell, anti-irgendwas, Raumklima ist super, Luft ist super, ganz anders, hat auch nicht viele Tücken, darf noch nicht irgendwie plötzlich komplett nass werden und solche Geschichten. Aber es ist immer das, was wir immer wollten, solche naturnahen, also sich auch mit naturnahen Rohstoffen zu umgeben. Ich kann zwar mittlerweile irgendwie durch Meditation alles egalisieren, sage ich mal, dass auch helles, grelles Licht mir nichts ausmacht und dies und das nichts ausmacht, aber es geht ja auch um die Frage. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, den ich hier gerade mitten in einem spontanen Video erzähle. Aber so ist das dann halt mit den spontanen Videos. Das kommt dann oft kommen dann solche Geschichten in solchen spontanen Videos. Dass es ja nicht nur darum geht, irgendwie alles wegmeditieren zu können, was irgendwie scheiße ist, sondern dass man auch irgendwie ein Leben hat, wie man es irgendwie in seiner Vorstellung cool findet. Klar, alles andere ist auch möglich, aber wichtig ist auch, was finde ich irgendwie cool. Und ich finde so ein Waldhäuschen, so ein Hexenhäuschen
so eine traditionelle Tanja, eine ungarische, richtig geil. Und sich selbst zu versorgen und mit der Natur zu leben, im Einklang, irgendwie da Kräuter zu sammeln, anzubauen, Pilze zu sammeln, kein Chemiewasser irgendwie zu haben, weil wir achten natürlich dann auch, dass unser eigenes Abwasser, was in unseren eigenen Boden und Grundwasser wieder reinkommt, dass wir diesen Kreislauf da frei von Chemikalien halten und also dann nicht irgendwie chemisches Putzmittel benutzen und so weiter. Das macht mich einfach glücklich, sowas. Und dann von da aus dann irgendwie Projekte zu starten, um anderen Menschen und Tieren vor allen Dingen auch weiterzuhelfen, das ist das, was ich mir vorstelle. So. Dann vielleicht auch unseren eigenen Obstschnaps, Pilanka oder wie es ausgesprochen wird, zu brauen, den traditionellen ungarischen. So, das macht mir einfach Spaß. Es kann sein, dass ich doch mal wieder eine Zeit lang nichts mehr konsumieren werde. Momentan bin ich glücklich, wie es ist. Und kann halt alles ab an Essen trinken, in welcher Menge auch immer. Ich habe ja auch dieses Kaffee-Video hochgeladen, wo ich weiß nicht mehr wie viel, es waren 40 oder 50 Tassen Kaffee auf einmal weggezogen habe. Irgendwann braucht man auch keine Meditation mehr für. Dann stellt sich Meditation irgendwann auch als Illusion irgendwie raus. Aber ich meine das nicht negativ, Meditation ist halt trotzdem genial. Und nur weil, ja, was ist, im Prinzip ist ja eh alles und gleichzeitig nichts eine Illusion, sondern alles ist wahr, aber es muss nicht wahr sein. Man kann es halt selber entscheiden, wenn man gerade Bock auf Meditation hat. Ich habe manchmal Bock drauf, dann ist das geil. Manchmal brauche ich das einfach nicht. Dann brauche ich noch nicht mal zu meditieren, um irgendwas zu kompensieren oder so, sondern es passiert einfach gar nichts, wodurch ich meditieren müsste. Weil es ist irgendwie gar kein Programm da oder gerade kein Programm da, was irgendwie negative Auswirkungen hat, wenn ich A oder B mache. Dann brauche ich auch nicht mit Meditation, was halt auch nur ein Programm ist letztlich, was man dann, was dagegen spielt, brauche ich dann einfach nicht für das, sondern es ist noch einfacher, wenn man das so versteht. Ja, oh, langes Video. Dann der zweite Region ist in Südungarn. Genau, da werden uns dann über die politische Lage nochmal informiert. Die politische Lage ist halt relativ interessant mit Viktor Orban, der halt rechtskonservativ ist und davon redet, irgendwie ein homogenisiertes Volk ist irgendwie ein gesünderes Volk, bla bla bla, und dann Grenzkontrollen, keine Flüchtlinge reinlassen. Und dann gibt es aber noch eine rechtsextreme Partei. Wobei sein Orbans Aussage, die ich gerade gestellt hatte, ja auch schon relativ extrem ist in gewisser Hinsicht. Dann gibt es halt noch eine rechtsextreme Partei, die dann halt auch sagt, ja, Zäune, so ein Quatsch, direkt Schießbefehl für die Flüchtlinge, die versuchen reinzukommen. Und die dann irgendwie so eine als Schau, also eine Schauhängung sozusagen auch irgendwie gemacht haben wegen irgendwelchen israelischen angeblichen Volksmördern oder sowas. Auf jeden Fall haben die halt eine Schauhängung veranstaltet, auch übers Fernsehen und so weiter. Das zeigt ja auch so ein bisschen die Mentalität der Leute. Und das wäre halt so ein Nachbardorf von der Immobilie, wo wir gerade sind. Oder halt ein Nachbar-Nachbardorf. Und der ist halt Bürgermeister, dieser rechtsextreme Typ da, der auch Hitlergruß macht und so weiter und aussieht wie Milchbubi irgendwie. Aber dann haben wir uns angeguckt, das Dorf, wo das Waldstück, in dem unsere eventuell zukünftige Immobilie sein wird. Der Bürgermeister, das ist ganz geil, das ist nämlich eine Bürgermeisterin und die ist Kindergärtnerin gewesen und Psychologin für ältere Menschen, darauf spezialisiert und die ist sehr sympathisch, sieht auch irgendwie 20 Jahre jünger aus, als sie ist. Hat auch irgendwie eine Tochter, die ziemlich sympathisch ist, ja, rüberkommt. Aber noch eine andere Region wollten wir uns angucken. In Baranya oder so was heißt das. Das ist so meine, intuitiv jetzt so meine Lieblingskommentar, Lieblingsregion in Ungarn. Ist auch in Südungarn, ein bisschen weiter westlich, dann an der kroatischen Grenze und auch näher an der slowenischen Grenze. Und das Gebiet, worüber ich vorhin geredet habe, das war an der serbischen Grenze. Weitere Länder, die angrenzen, sind Österreich, Rumänien, Slowakei und das dürfte es auch gewesen sein. Bosnien-Herzegowina, glaube ich, noch, ja. Genau, und in Baranja mit der Stadt Pec, oder wenn man es jetzt deutsch aussprechen würde, Pex,
Da gibt es dann noch mehr Waldflächen, viel mehr Waldflächen und es wirkt alles irgendwie noch sympathischer, viel sympathischer irgendwie auch die Stadt. Ja, genau. Termin mit Makler haben wir gemacht. Flüge wollen wir jetzt in den nächsten Tagen buchen. Wollten wir eigentlich vorgestern schon gemacht haben. Aber wir wollten uns jetzt halt noch andere Immobilien aussuchen, weil wir nicht wegen nur einem Immobilientermin dahin reisen wollen jetzt. Und über den jetzigen Makler können wir auch noch ein, zwei andere Objekte uns anschauen. Kostet ja nichts, haben den Tag Zeit. Bleiben circa 5 Tage dann da. Eigentlich ja ziemlich genau 5 Tage. Die Hunde, die wir momentan haben, also wir fahren erstmal zu meinen Eltern nach Westdeutschland, geben dann die Hunde ab, bleiben aber erstmal 2, 3 Tage mit den Hunden dort, damit die sich wieder eingewöhnen können. Kennen das halt schon bei meinen Eltern, da waren wir halt 3, 4 Wochen dieses Jahr mit den Hunden und haben sich auch gegenseitig lieb. Meine Eltern haben auch einen Hund, der total toll ist. Und da würden wir unsere Hunde dann 5 Tage meinen Eltern anvertrauen, obwohl ich die jetzt schon vermisse. Und dann ja, fliegen wir noch 5 Tage wieder zurück. Dann bleiben wir noch, dann sind wir am 15. zurück und bleiben noch halt bis nach Weihnachten. Bis wir dann wieder nach Berlin zurückfahren. Dann kümmern wir uns um alle Dinge, wie weitere finanzielle Dinge und Wohnung hier kündigen, 3 Monate Frist. Und dann hat Nicole halt noch so Yoga-Geschichten am Laufen: Yoga unterrichten, selbst Yoga nehmen und noch andere Geschichten, die dann im April abgeschlossen sind und dann wollen wir im April runter nach Ungarn. Also dieses Jahr kaufen wir halt, wie gesagt, weil es nächstes Jahr teurer wird und dann im April runter. Und hoffen, dass der Winter irgendwie nichts an dem Haus macht, aber es wird schon irgendwie passen, weil der Winter dann ja nicht da sein können, wenn wir das schon im Dezember haben. Wir wollen jetzt auch nicht getrennt irgendwie, dass einer unten ist in Ungarn, einer hier in Deutschland. Man kommt aber halt, wie gesagt, sehr gut nach Ungarn, ein Flug, 1 Stunde 45. Kriegt man für 20 bis 30 € so einen Flug, von Berlin aus sogar für 15 €. Wir fliegen jetzt von Dortmund, weil wir halt bei meinen Eltern sind, von da aus dann fliegen. Aber von Berlin wären es 15 €. Und wenn wir halt auch noch zurück nach Berlin wollen, können wir für 2 €, keine Ahnung, mit dem Bus in die nächste Stadt, dann von der Stadt für 8 € mit dem Zug nach Budapest. Das sind dann 3 Stunden und dann für 15 € mit einem Billigflieger, das sind dann nochmal 2 Stunden circa nach Berlin, innerhalb von 5 Stunden, könnte man am selben Tag quasi wieder zurück. Auch wenn wir dann Retreats anbieten werden, können dann die Leute auch sehr einfach von Deutschland darunter. Das geht genauso schnell, als wenn ich von Westdeutschland mit einem Auto oder mit einem Flixbus nach Ostdeutschland fahre. Also das ist eigentlich nur psychologisch halt. Und es ist auch ziemlich günstig, wie gesagt, das ist nur psychologisch, dass es so weit weg wäre. Also es ist eigentlich ein ziemlich guter Standort und für Retreats extrem richtig. So, bevor es 18 Minuten sind, bis zum nächsten Mal. Ciao.